Willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Im letzten Part haben wir hier in der Team Shocket Geheimbasis den Zerschneider erhalten. Und bevor wir jetzt gegen diese Tante antreten, bekommt Chiggy wie versprochen die beiden Sonderbonbons, damit er nicht so, ja, abstinkt gegen starke Gegner. Und los geht's. Das kannst du aber abschminken. Weißt du was? Falls du mich unerwarteterweise besiegen solltest, verrate ich dir, wofür wir die Pokémon brauchen. Genauso wie das E von Professor Eich. Unerwarteterweise. Shocket-Vorstand schickt Zengo in den Kampf. Oha, Zengo, nicht zu verachten. Wird aber hoffentlich gleich versenkt. Und zwar mit einer Aquaknarre. Los! Er ist nur Level 7, das sollte klar gehen. Shiggy fehlt ja wirklich nicht mehr viel zur Entwicklung, wenn er sich auf Level 16 entwickelt. Der wäre down. Reptane, okay. Oh, das macht die Sache um einiges schwieriger. Probier es mit Roten Schlag. Ah. Nein. Take it. Ja, du bist ein Scherzbold. Ah, komm schon. Shiggy überlebt's, da bin ich froh drum. Aber gegen das letzte... Du magst wohl, mich wütend zu machen. Ich werde dich im Grund und Boden stampfen. Shocket Vorstand zieht Robo-Mauzi in den Kampf. Was zum? Da fällt mir nicht mehr viel ein. Robo-Mauzi? Naja. Alter. Heilung. Wie er Hunger hat. Aquaknarre los. Nochmal. Und das Ganze sollte gewonnen sein. Robo-Mauzi. Zum Geier. Alles klar. Nein! Naja, aber ich halte mein Wort. Wir benutzen die Buchstaben der Pokémon und das E vom Professor, um uns das ultimative Buchstaben-Pokémon zu bauen. Uns fehlt aber noch ein Zer. Shocket-Vorstand Stahlmeike, das Zer von Zerschneider. Was? Maike findet Türöffner. Jetzt haben wir nur noch einen Schneider und keinen Zerschneider. Türöffner. Wo genau war das nochmal? Relativ zu Anfang haben wir einen Türöffner gebraucht, ne? Hier noch nicht. Aber zum Glück sind die Rätsel alle noch gelöst. Waren teilweise nicht übel. Findet auch der Dübel. Ne, warte mal. War das hier? Ne, oder? Das war noch weiter oben. Kann das? Nee, nicht wirklich. Wo hat man den Türöffner gebraucht? Gerade mal gucken. Bin ich mal wieder ganz blind vorbeigelaufen daran. Warte. Ach, natürlich, bei dem einen komplizierten Rätsel. Oh, bin ich hohl im Kopf. Sorry, Leute. Irgendwie in Erinnerung, dass es schon saulange her ist. So, einfach nur hier. Und dann sind wir da. Maike benutzt Türöffner. Tür öffnet sich. Und jetzt können wir hier... Ja, mehr ist da nicht. Oh mein Gott! Eine Eishöhle? Hier unter der Stadt? Den Ingenieuren hat man wohl in den Kopf geschissen. Allerdings. Toll, jede Menge wilde Pokémon zubart. Ah, Shiggy. Einerseits interessiert es mich, ob er... gleich entwickelt. Andererseits kriegt er auf jeden Fall nochmal zwei Tränke. Also mal wirklich voll heal ist. Belebe, auch mal schön. Jetzt mal so weiter mit solchen Rätseln. Das sind meine Lieblingsrätsel, gleich nach den anderen von eben. Na, mal gucken. Ein paar Zubats besiegen. Super Schall. Shiggy wurde verwirrt. Ein paar Zubats besiegen, erreichen wir Level 16 und das eigentlich die Entwicklung bedeutet. Ist das ein wichtiges Item? Wollen wir das haben? Die Frage stellt sich ja gar nicht. Ja, definitiv Johto-Musik hier. Ich weiß jetzt nicht, wie man am besten an das Item rankommt.
Vielleicht von einem anderen Anhaltspunkt. Aber okay. Aquaknarre. Komm schon, Tool-Kill. Blutsauger. Ah, ich glaube, das reicht aber trotzdem noch nicht ganz, trotz Level 9. Doch! Will Biss erlernen, dann Rutenschlag weg damit. Shigi entwickelt sich. Aber wehe, es ist kein Shillock mit einer Sonnenbrille. Ey, es ist ein Shillock mit dem roten Band. Wie geil, das ist auch aus dem Anime. Diese Feuerwehr-Shillock-Truppe. Irgendeine Pokémon-Liga-Folge, da gab es ganz viele Shillock und die quasi zu den Feuerwehr-Shillocks gehörten. Die hatten so ein rotes Tuch um. Was? Schneepieker? Das ist mir jetzt neu. Ja, also Pikachu kämpft nicht mit. Keine Tackle. Krass. Sowas müsste man mal fangen und trainieren. Bis sich's weiterentwickelt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Blackmon. Ein zweites Pokémon wäre schon nicht übel. Ah, verdammt. Was könnte man tun, um dahin zu... Fällt mir jetzt echt nichts großartig ein, was man tun könnte, um an das doofe Item zu kommen. Warte mal, wenn ich von hier aus... Das bringt's auch nicht. Möglich würde ich auch sagen, das ist ein unlösbares Rätsel. Dass es extra so gemacht haben, aber das glaube ich nicht. Ich bin momentan so doof. Ich habe echt ein Brett vorm Kopf. Ich weiß nicht, wie man an das Item rankommt. Gehen wir erstmal weiter. Da komme ich ran. Okay. Wir haben ein schönes Shillock. Kämpfen wir jetzt aber nicht mehr gegen die wilden Etwasse. Maike findet Schutz. Sollte sie immer bei sich führen. Man weiß ja nie. Da geht's runter. Meryl! Wäre fast eine Überlegung wert, wenn unser erstes Pokémon nicht schon ein Wasser-Pokémon wäre. So. Zubat. Ja, so ein Golbat? Nee, ist zu schwach. Irgendwie schon. Trank, vielen Dank. Oh Mann! Sind es Stärke-Rätsel, ohne dass wir Stärke benutzen müssen, oder was? Danke. Können wir halt noch nicht. So, jetzt kriegen wir vor allem Stärke. Was ist mit dir los? Depressives Meryl. Was wurde dir angetan? Auf jeden Fall führt der Weg weiter. Okay. Was? Nur ein Item? Na, vor allem Stärke. So, das habe ich schon befürchtet. Aber immerhin werden die VMs rausgehauen wie geschnitten Brot. Tja, bei nur einem Pokémon fällt es nicht schwer. Schneider. Lässt sich nicht verwenden, da das Zehr fehlt. Short. Eigentlich darf man VM-Attacken ja erst nach dem entsprechenden Orden verwenden. Aber ich denke, hier in der Höhle sieht niemand, dass ich die Spielregeln verletze. Zudem sollte ich es besser benutzen, bevor mir schon wieder so ein Teil des Namens geklaut wird. Außerdem muss ich es ja benutzen, sonst komme ich hier nicht raus. Shillock versucht Stärke zu erlernen. Welche Attacke soll vergessen werden? Ja, es würde mich interessieren, ob Biss... Es muss Unlicht sein, ne? Das ist ja schon dritte Generation. Ich meine, nur erste Generation war Biss noch Typ normal, weil es Typ Unlicht noch nicht gab, ne? Blubber ist für mich das schwächere Aquaknarre, deswegen... Obwohl, Stärke ist besser als Tackle. Trotzdem Blubber weg. Nächste Attacke, die wegkommt, ist dann eh Tackle. So, lass mich mal. Das nach oben zu schieben bringt nichts. Bringt ja gerade mal gar nichts. Das können wir wegmachen. Immer auf Enter was. Den könnten wir runterschieben. Hauptsache, ihr treibt es nicht mit den Rätseln. Ganz im Ernst. Das hat mir schon gefehlt, das eine. Butsch. Ah, jetzt wird einiges klar.
Mal sehen, ob er noch irgendwas... Ja, das, da geht was. Ja, guck hier, da. Das geht auch. Ich wollte gerade sagen, der Felsen lässt sich nicht mehr bewegen. Echt? Wie dämlich. Jetzt muss ich nochmal zurück, um das zurückzusetzen, weil ich komme ja da nicht mehr runter. Oder vielleicht geht's ja so schon. Warte mal. Brech mir alle Knochen. Ne, scheinbar irgendwie. Mal gucken, ob wir irgendwie noch raus können. Ah, ja, natürlich. Hier so. Logic. Können wir jetzt mal nach unten schauen. Sobald uns dieses Schneepika vorbeilässt. Batz, bum, batz, bum, batz, bum. Hä? Warte mal. Ja, ich kann ja nur einen bewegen jetzt. So, und jetzt, ja. Das geht so. So, noch irgendwelche Löcher? Ja, noch eins. Phlegma. Bam, 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 bam. Das geht doch. Oh. Hm, Fail. Nee, doch nicht. Oder? Geht es noch ganz links zu schieben noch? Ja. Das Ganze immer mit Enter nervt ein bisschen. Schlock. Ach, Mann. So, ich hoffe, dass wir das dann irgendwie damit geschafft haben und irgendwie weiterkommen. Ich bin der Experte, was so Rutschrätsel angeht. Das kann niemand besser als ich auf dieser Welt. Ja, da sind. Ich versuche mich an den Schneebällen zu orientieren. Bin jetzt wieder da, wo ich angefangen habe. Oh, ich fail. Mhm. Probier's. Das war ja gar nicht mal so übel. Den Schneeball brauchen wir dafür. Hier lang gehe. Den Schneeball brauchen wir dafür. Dass wir hier hinkommen an den Schneeball. Ja, das ist die Lösung. War zum Glück noch an der Kotzgrenze. Und hoch. Fetti al City. Ja, aber was bringt es mir jetzt hier gewesen zu sein? Ganz im Ernst. Was ist eigentlich hier links? Nix. Gar nix. Hä? Sonst führt der Weg nirgendwo hin. Ich guck mal, ob irgendeine Ortschaft erreichbar ist oder so. Hat es mir jetzt gebracht, mich durchgeboxt zu haben? Und wo soll ich damit hin? Mit diesem Wissen. Erstmal Pokémon heilen, würde ich fast vorschlagen. Und dann mal einfallen lassen. Okidoki. Irgendwas von der Story nicht verstanden. Ganz kurz überlegen. Hey, du. Du kannst hier nicht durch. Hey, Alter, du kommst hier nicht durch. Mit der Leertaste können wir die Turbo-Treter benutzen. Ganz ohne Turbo-Treter. Ja, schön, dass wir hier sind. Mein Gott, also. Latschen wir halt nochmal ins Gebäude rein. Oder freuen uns an den Dingen, die da kommen mögen. Da, sie war es. Sie ist einfach hier eingebrochen und hat uns mit ihren Pokémon angegriffen. Comet, du bist verhaftet wegen Hausfriedensbruch. Oh nein. Wir sind im Knast. Weil wir bei Team Shocket für Ordnung gesorgt haben. Hey, du kommst ja nicht rein. Rein? Ja, Mann. Schuhe Arsch, Hose Arsch, Gesicht Arsch, alles Arsch. Du kommst ja nicht rein.
Aber ich will doch gar nicht rein. Ich will raus. Raus ist rein in die Freiheit. Also bleibst du draußen aus der Freiheit. Übrigens eine Anspielung aus. Was guckst du von Kaya Jana? Schuhe Arsch, Klamotten Arsch, alles Arsch. Vielleicht? Los, Sherlock! Blub. Ich drücke nichts, macht es von selbst. Jetzt kann ich wieder steuern. Du siehst der Gefangenen oben ziemlich ähnlich. Ja. Zufall. VM Surfer! Das geht ja rucki-zucki hier. Hey, du darfst hier nicht einfach Sachen nehmen. Doch, sonst komme ich von der Insel nicht mal runter. Achso, na dann, viel Glück bei deinem Ausbruch. Danke. Und du? Willkommen im Polizei-HQ. Und hier noch einer? Sag mal, geht es nicht gegen die Ehre von Team Shocket bestochen zu werden? Ach was, alle Menschen sind bestechlich, das sagt auch schon die Biene zur Wespe. Biene, Wespe, Mensch, bestechlich? Naja. Port Grosang. Verstehe. Was ist denn das hier für eine Ortschaft? Geht ziemlich wenig ab hier. Im Lande. Leuchtturm, Zutritt verboten. Gut, dann müssen wir die VM Surfer beibringen. Soll mir recht sein, eine starke Attacke. Für Sherlock. Sherlock versucht Surfer zu erlernen. Attacke vergessen. Ja, dann eben Tackle. Die Frage, wo wollen wir hin? Ich gehe mal von rechts. Sehr gut. Richtige Entscheidung. Ich gehe einfach den Steinen nach. Irgendwo komme ich schon raus. Ja, hier ist was. Das ist eine Arena! Das ist unser Ziel. Ein Orden. Moment mal. Wir sind ja gar nicht Markus, wir sind Maike. Ich finde es irgendwie unruhigend, in der Nähe des Polizei-HQs zu wohnen. Was, wenn eines Tages ein Verbrecher von dort ausbricht? Ach, wenn du wüsstest. Was meinst du damit? Nicht so wichtig. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin auch nicht gerade ausgebrochen. Yep. Schon verlockend, jetzt in die Arena zu gehen und zu gucken, woran es im Endeffekt hängt. Oh, das war knapp. Entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen. Willst du zum Arena-Leiter? Er ist momentan nicht da, aber vielleicht kann ich dir helfen. Nein, danke. Ich habe Interesse an Orden. Mein Ziel ist bloß, das E und die Pokémon zurückzuholen. Hä? Nicht so wichtig. Tut mir leid, ich heiße Fabian. Ich habe also kein E, das ich dir leihen könnte. Toll. Echt klasse. Aua, pass auf! Hey, sind Sie nicht Markus' Mutter? Nein. Was ist das? Port Grosan Etablissement. Minderjährige haben hier nichts zu suchen. The fuck? Was ist das für eine Einrichtung? Gehen wir nicht näher drauf ein. Port Grosan. Maike findet Schutz. Hier gehen wir noch rein. Ich habe den Bau für das Pokémon-Center in dieser Stadt finanziert. Leider hatte ich nicht genug Geld für das Obergeschoss. Viele, viele Häuser. Yay. Lass mich in Ruhe, hier läuft gerade Pokémon. Guckst du etwa den ganzen Tag fern? Na und? Lieber Fernseh faul als radioaktiv. Yay, es läuft Pokémon. Schau sie, die Polizisten von Feuergrün. Sie wollen immer nur unser Bestes, aber das kriegen sie nicht. Oh, warte mal. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Ich muss dringend aufs Klo, aber bei Pokémon-Grafiken gibt es keine Toiletten. Wenn ich Nintendo in die Finger kriege. Trollalol. Und hier noch. Mein Enkel ist Trainer. Genau wie du. Sie trainiert Pokémon. Genau wie du. Denn sie ist Pokémon-Trainer. Genau wie du. Fett.
Die Omas von heutzutage, ne? Pokémon, kann ich hier weitergehen? Nee. Sah fast für eine Sekunde so aus. Pokémon Center. Geheilt? Ja. Geheilt und aufgegossen. Ich bin letztens einfach mal aus Neugier in das Haus ganz rechts gegangen. Dort bekam ich den Schock meines Lebens. Im Etablissement. Nicht wissen, was der da gesehen hat. Ach, guck mal hier. Betreten der Schalter ist verboten. Hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Fast schon. Oh nein, hast du nicht einfach den Schalter gedrückt? Jetzt wird die gesamte Welt untergehen. Du bist schön. Was? Oh Gott. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wenn es keinen Ausgang aus dieser City mehr gibt, doch in die Richtung. Hey, was? Hey, Maike, du musst mir unbedingt helfen. Markus hier geht mir langsam auf die Nerven. Ständig verfolgt er mich. Kannst du dich nicht mal um ihn kümmern? Warum fragst du? Warum frag ich überhaupt? Natürlich willst du. Beziehungsweise ich will, dass du willst. Ende der Diskussion. Na toll, was will ich mit Markus? Bist du zu irgendwas gut? Seht, dort ist sie. Schnell, schnappt sie euch, bevor sie mit ihren Shilok davonfliegt. Aber Shiloks können doch gar nicht fliegen. Das schon, das ist ein Zauber-Shilok. Oh nein, sie hat einen Zauber-Shilok. Schnell in Deckung. Ah! Was zum... Egal, Markus, ich brauche kurz deine Hilfe. Versuch sie irgendwie aufzuhalten. Mal gucken, wie es aussieht. Pass auf, ihr Polizisten, ich habe ein Omel aus dem Eis. Das macht euch fertig. Ah, hätte euer Leben. Funktioniert. Okay, ich gehe mal weiter. Jetzt sind wir das ganze Abenteuer jetzt doch, Maike. Und nicht ich selbst. Crazy. Mount Kismi Tunnel. Was ist denn das für ein beleuchteter Kreis um mich herum? Kommt das von einem Scheinwerfer oder was? Am besten ich suche mal einen Typ, der diesen Scheinwerfer bedient. Da kann ich ihm mal sagen, dass er den beleuchteten Bereich mal größer machen soll. Alter, schon. Keine VM Blitz, ne? Für eine zweimal Supertrank. Weiß doch zugefallen. So, Flucht. Ja, na, ich guck dir. Oh, da ist der Kerl mit dem Scheinwerfer. Zu herrlich. Ja, dann reden wir mit dem Kerl mit dem Scheinwerfer im nächsten Part. Jetzt Squaller, Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!